Ich bin? Carsten Scheer. Ich bin hier, weil? Wir das Glück hatten, diese wunderschöne Kapelle planen zu dürfen. Dass die Kapelle nun wirklich gebaut wird, habe ich erfahren durch? Ja, ich habe ja diesen ganzen Weg begleitet. Insofern war das ein langer Prozess. Aber ich freue mich, dass wir heute wirklich so weit sind, dass es endlich baulich losgeht. Mein Gesicht in dem Augenblick sah so aus. Wie gesagt, es war kein Augenblick, sondern ein langer Zeitraum. Und da verändert sich so ein Gesicht. Da gibt es natürlich Begeisterung. Da gab es sicherlich auch Momente, wo man sagt, ja, warum geht es denn jetzt nicht weiter? Insofern war das eine wechselvolle Geschichte. Die Architektur der Kapelle erinnert mich an? Da müssen Sie andere fragen. Die Grundsteinlegung wurde auf den Volksbauertag gelegt, weil? Es immer einen Moment gibt, um weiterzumachen, um was Neues anzufangen und wir keine Zeit vertrödeln sollten. Die Kapelle bedeutet mir? Ja, irgendwo ist es natürlich jeder Entwurf, jede Entwicklung, die man macht, ist ein Stück von einem. Insofern ist das ein ganz wichtiger Teil und ich freue mich, dass es nun endlich umgesetzt wird. Ich hoffe, dass die Kapelle schnell fertiggestellt wird, es keine Unfälle während der Bauphase gibt und dann mit Leben gefüllt wird und ja, dem Zweck dient, für den sie gedacht ist. Dankeschön. Ja.